Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander und es fühlt sich wie die Ruhe vor dem Sturm an. Tangle Bay hat seine Swarm Node Software mehrmals aktualisiert. Wenn ihr also eine Node habt oder haben wollt, könnt ihr diese mit Swarm nutzen und auf 2.5.6 updaten. Und wer jetzt denkt, eine Node zu haben ist cool, aber wie soll ich das machen? IOTINA hat dafür extra eine Anleitung auf Deutsch gemacht, die man sicherlich in andere Sprachen auch automatisch übersetzen kann. Bleiben wir bei den Updates. Firefly 2.0 hat die Beta 4 erreicht. Neue Features gibt es keine. Dieses Update beschäftigt sich ausschließlich mit Filtern, Kleinigkeiten und Bugfixes. Man könnte daraus schließen, dass die stabile Version näher und näher kommt. Adam hat mit Tsunaverse 5 verschiedene Transaktionen in einer Minute geschafft. Damit zeigt er, wie schnell Shimmer in Zukunft sein wird und wie großartig die Zusammenarbeit mit Firefly ist. Daraufhin hat sich Nicole gemeldet und gefragt, ob das Team Vorschläge für die Funktionalität der Deeplinks haben. Und gestern hat Nicole noch ihre Ziele für diese Woche gepostet. Nicole steht in Flammen, denn auf Discord schreibt sie folgendes: Die Unterstützung nativer Token befindet sich in der Test- und Optimierungsphase. Die wichtigste und ausstehende Funktion ist die Deeplink-Unterstützung für native Token. Die Ledger-Unterstützung schreitet voran, aber am Frontend ist noch einiges zu tun. Die Beantragung von Shimmer Staking nähert sich der Testphase und es sind hauptsächlich Optimierungen, Feinschliff und Randfälle zu behandeln. Die NFT-Entwicklung ist für eine Weile pausiert, während die Hälfte des Teams Mobile in Produktion bringt. Version 2 Release 1 wird von der anderen Hälfte des Teams bearbeitet, um die App in einen veröffentlichungsfähigen Zustand zu bringen. Sobald die erste Version von Version 2 veröffentlicht ist, werden wir die NFT-Support und so weiter vorantreiben. TanglePay verpasst seiner Wallet ebenfalls ein Update 1.3.9. Das Update bereitet sich auf Shimmer vor. Mit dieser Version ist die Beta da, um Shimmer auf der Wallet einzahlen zu können. Noch könnt ihr aber nichts einzahlen. Auch hier wurden weitere kleine Verbesserungen durchgeführt. Dieses Update verrät uns ebenfalls, dass der Release näher und näher rückt. Letztes Update macht Hornet mit der Beta 5. Wenn jemand die Beta benutzt, sollte dringend diese updaten. Für alle, die Probably Nothing, diesen YouTube-Kanal hier unterstützen wollen, sei es mit NFTs, Patreon oder mit einer IOTA-Spende, kann das nun auch mit einer YouTube-Mitgliedschaft machen. Mitglieder haben interessante Vorteile, Link in der Beschreibung. Eine riesige Nachricht kam am 11.8. raus, und zwar von Gold Standard. Diese veröffentlichen auf ihrer Webseite einen Artikel mit der Überschrift Gold Standard und Partner beginnen mit der Arbeit zur Definition der Zukunft des digitalen Kohlenstoffmarktes. Die IOTA Foundation ist Partner von Gold Standard sowie Climate Check. Der IOTA Content Creator DAO hat mehrere interessante Artikel veröffentlicht, darunter ein Interview zwischen IOTA India und Kumar von der IOTA Foundation. Auch präsentieren sie einen kleinen Einblick ihrer Webseite. Hier werden die Projekte getrackt und ihre Entwicklung. Es sieht gut aus und erleichtert wohl jedem die Übersicht über die vielen Projekte. Kim Jong Unwrecked hat auf Twitter eine interessante Liste von Blockdata gepostet. Auf dieser sieht man große Investoren und ihre größten Positionen in Kryptowährungen und seht mal alle genau hin, keiner investiert in Bitcoin und Ethereum. Dafür ziemlich viele in unbekannte Projekte, die niemand kennt. Und eines sticht da besonders raus. Probably Nothing. Amnesia Cash postet ebenfalls einen neuen Blogartikel über die eigene Verantwortung. Da Amnesia Cash ein neues Projekt ist, will der ein oder andere vielleicht mehr Informationen über sie haben. Deswegen kann er sich diesen kleinen Blog-Eintrag zu Gemüte führen. Das Team versucht, Vertrauen aufzubauen. Das Assembly Staking erreicht die 50% Marke und verteilt bis dato über 183 Millionen ASMB. Es sind noch über 60 Tage Zeit, am Staking teilzunehmen. Soonlabs begrüßt einen neuen Entwickler, und zwar keinen geringeren als Ben Royce. Dieser wird am KYC und dem Social Media Modul arbeiten. Auch das Soon-Komitee bekommt Zuwachs, und zwar von IOTA-Ben. Und vor einer Stunde haben sie noch einen neuen Blogartikel veröffentlicht, wo es um eben dieses Komitee geht, welches natürlich durch den Neuzugang aktualisiert wurde. Auch will das Komitee mehr Leute auf jeder Front rekrutieren. Auch zeigen sie einen neuen Vorgeschmack, was gerade entwickelt wird. Eine DEX, DEX Aggregator, Field Vault, DeFi Loan, Social Media, DID, KYC, NFT Authentication und mehr. Scylla gibt einen Einblick, wie IOTA ihre Datenbank nutzt. Für alle, die gerne wissen möchten, wie die Datensicherung und Chronicle funktioniert und wo die Vorteile von Scylla sind, können sich den Artikel und das Video auf ihrer Webseite angucken.
Philo hat mit dem ganzen Governance-Team ein neues Shimmer-Governance-Framework vorgestellt. Das Ganze ist ein Manifest geworden und wird von mir in einem separaten Video behandelt, wo ich das Wesentliche zusammenfasse, falls gewünscht ist. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es wollt oder auch nicht. Stefan Braun hat sein großes Projekt Tangle PHP verfeinert. Er veröffentlicht eine neue Webseite und teilt sein Projekt in Kategorien auf, um den Überblick besser zu behalten. Vainbrains, eigentlich bekannt für NFTs, schreiben auf Twitter, dass sie nun eine Social Media Plattform entwickeln möchten. Mal sehen, was es wird. Viele Informationen gibt es momentan noch nicht. Moonvault hat am Wochenende einen Talk gehalten. Wer es verpasst hat, kann es nun auf Twitter anhören. Großbritannien und der Brexit schenkt IOTA eine Chance, da die Zölle seit dem Brexit explodiert sind. Deswegen haben sie ein neues System vorgestellt, wie man Zölle senken kann. Das DCTS, Developing Countries Trading Scheme, wird 2023 in Kraft treten und soll die Kosten um die 57 Millionen Pfund pro Jahr senken. IOTA hat mit Kenia gezeigt, wie gut das System funktioniert. Und das DCTS soll 65 Länder umfassen. Der ganze Artikel ist unten verlinkt. Dominik Schiener hat einen Link geteilt von einem von heute veröffentlichten Blogartikel mit der Überschrift "Öffentliche Blockchains entwickeln sich iterativ weiter. Von allgemeinen Anwendungen zu spezifischen Szenarien. Welche öffentliche Blockchains werden sich in der nächsten Bullrunde durchsetzen?" von LD Capital. In diesem Artikel wird IOTA 2.0 und Assembly oft erwähnt, im Zusammenhang, dass die erwähnten Blockchains bzw. DLTs die Zukunft seien. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten News. Macht's gut. Ciao, ciao.